Aber nichtsdestotrotz, das war's eigentlich schon. Echt? Ja, das kann nicht sein. Ja, doch. Das kann nicht sein. Doch, der Regie-Fuzzi hat vor 10 Minuten die 5 angezeigt. Echt jetzt? Ja. Ja. Wir haben auch nicht. Hä? Nee. Ich will noch eine. Wir rauchen noch eine. Und reden weiter. Und reden aber schnell noch weiter. Schnell. Pass auf, ich kann noch. Jetzt geht's los hier. Wer von euch ist schwul? Nee, Ich. Ah! Doch, ja. Jetzt pass auf. Dieser. Kettenrauchen! Meckes ist ja im Rahmen einer Studie zu den einflussreichsten und wortschatzreichsten deutschen Rappern quasi dazu gezählt worden. Glaube ich auf Platz 8 oder sowas. Das eigentlich ihr eher nicht, ne? Ja. Ja. Das war gut. Das war eine schöne Aussage. Ich habe noch nie von der Studie gehört, aber ich find's geil. Ich schick dir das. Das ist eine sehr schöne, auch grafisch gut aufgearbeitet. Ist das irgendwie so, wenn man... Aber Goethe war auf Platz 3, Entschuldigung. Ja, aber, der dreht sich doch im Grab. Aber wenn man auf Platz 8 ist, finde ich es nicht so schlimm, wenn nur 5 Plätze vorher Goethe da ist. Das hinter, glaube ich, aber noch immer hinter Kollega, oder? Kollega war der 1, glaube ich. Ja. Ja. Ja gut, der hat auch Jura studiert. Ja. Wer? Morlock, ach stimmt, Kollega war 2. Ja, bei uns ist ja so, unser Wortschatz ist groß, unsere Relevanz ist einfach viel zu klein, um da überhaupt gezählt zu werden. Das ist noch viel verheerender. Ja. Wir sind so. Wir sind ja nicht mal dumm so, wir sind einfach nur egal. Du sprichst mir sowas von aus der Seele. Aber das ist, damit macht ihr auch immer so Späße, dass ihr immer sagt, die sind alle an uns vorbeigezogen und bla bla bla. Wir machen gar keine Späße damit. Ihr meint das todernst? Ich meine das todernst auch, ja. Ja? Wir sind wirklich diese Käfer, von denen ich erzählt habe. Gott, fällt auf, kenne ich dich nicht aus einer Thor Steiner Werbung oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht mit dem Haar. Kennst eine Thor Steiner Werbung aus mir, mein Freund? So, ja. Also, den brauchte ich noch für Wilson Gonzales Ochsenknecht. Ist egal, ist egal. Das ist ein so da, wo der herkommt, da kommen noch andere her. Aber gibt es sowas wie Neid bei euch und wie äußert er sich? Also keine Ahnung, so, hey, hast du schon gesehen, ich bin die Nummer 8. Ach ja? Nummer 8? Ach ja, hab ich gar nicht gesehen. Das ist mir, echt, was ist das für eine Studie? Und eigentlich daheim voll so, oh fuck, fuck. Ja, so ist es. Neid nach innen in der Gruppe gibt es glaube ich nicht, aber nach außen ungeheuerlich. Was nervt denn mehr? So Interviewfragen über Dritte, die nicht mal mit am Tisch sitzen? Oder wenn man so selber mit so einer vermeintlichen... Was mich oft nervt, ist, ich werde unwahrscheinlich oft, sage ich mal, erkannt. Und die Leute überlegen sogar... Ich war letztens im Kaufland bei uns in Stuttgart. Kaufland, ich weiß nicht, ob das hier gibt. Nee, aber in Hamburg. Ja, und kauf da so ein. Und dann sehe ich schon so zwei Leute, die so... Das ist er. Der ist es. Heiner Lauterbach. Der ist es doch. Dann komme ich Afrop. Zu. Hey, kann ich vielleicht ein Foto machen? Alter, Meckes, ich bin schon so lang Fan von dir und so. Die halten mich immer alle für Meckes und das regt mich dann schon auf, weil wie kommt man denn darauf jetzt? Ja, aber was hast du nicht mal gefragt? Wie kommt ihr da drauf? Also klar, wir machen jetzt Interview und alles. Nee, weil ich bin dann so direkt zwischen so eigentlich wütend, aber man muss ja so nett bleiben und so. Und dann bin ich so, ja, okay, das musst du halt Meckes sagen. Und dann will ich eher so weggehen. Ja. Und dann sind die halt auch so, ich meine natürlich hier der andere von, was? Der andere von den Olsen-Zwillingen. Genau. Und dann bin ich schon, das finde ich gut. Du wirst auch verwechselt? Nö, eigentlich nicht. Ich werde nur nicht erkannt. Okay, das kenne ich. Kenn das. Ach, das ist doch scheißegal, wer das ist. Genau, der ist es. Ah, ja. Lass mal sehen. Ja, Mann, weißt du, wenn du mich erinnerst. Genau, lass doch mal jetzt kein Foto machen. Cool. Weißt du, was ich richtig geil an dir finde? Nichts. Gar nichts. Also dich finde ich gar nicht. Mach doch mal was mit Musik. Ja. Du siehst aus wie so einer. Mach doch mal was mit Musik. Doch, das trifft, ja. Der Regie-Pansen. Oh Gott, macht der denn wieder so Fingerzeichen? Nee, aber jetzt ignoriert. Pass auf, eben hat er so gemacht, jetzt macht er so. Oh, das ist ganz schlimm. Nein, dann mach ihm so zurück und wir reden hier jetzt noch. Ich hab okay, pass auf, ich mach schnell jetzt einen Drink. So. Ja. So, trinken wir noch einen, oder? Ja, ich würde sagen, wir bestellen jetzt einen. Nee, aber einen Haselnuss-Schnaps trinkst du. Aber das Problem ist, dass der macht dann so doofe Sachen, die man nur in Videos macht. Der fadet dann so aus. So echt? Dann das Licht aus. Oh und so. Gott. Ja, das ist ein Nazi. Ja, aber ich dachte, die Sendung war doch länger angelegt. Ich habe unterschrieben. Für 8 Stunden, ja, entschuldigen das stimmt, Sie. Stimmt. Ja, aber der Punkt ist, man dreht eigentlich nur 3 Minuten und lässt es auf 12% Geschwindigkeit laufen. Die filmen mit 1000 Frames pro Sekunde. Wenn ich Leber hätte, würde jetzt meine Hand fliegen. So. Ich muss aufhören, es tut mir leid. Echt gut. So. Ja, aber es war sehr gut, es war sehr schön. Du bist überhaupt nicht durchgekommen mit deinen Fragen, oder? Du hattest doch noch 16. Tatsächlich.
Es gibt nein, das Licht geht schon hoch. Ich hasse es. Es gibt nur so eine Frage, die ich... Nein, können wir nicht jetzt erst drehen. Wir hätten es anders machen sollen. Wir hätten nicht saufen sollen. Oh, krass, es ist schon früh am Morgen. Wir haben die ganze Nacht durchgeredet. Oh, krass, scheiße, das ist ja blöd. Lass Döner essen gehen. Ja. Hui, schon 8. Die einzige Frage, die ich noch gestellt hätte, ist, ey, wenn so Leute wie ihr seid 140 Jahre bei Chimperator dabei und dann zieht sich einer eine Panda-Maske an und sagt, alles klar, ich mach das jetzt und geht halt direkt steil. Durchaus und schlimmes Gefühl. Das ist schon ein schlimmes Gefühl, ja. Oder? Ah. Ein Freund von mir, der hat eine Talkshow bei Tele5. Ich weiß genau, weil ich bin anders. Ich hätte fast gesagt, ich bin besser. Ich bring ihn um. Zum Glück, der... Ja. Ja, sehr gut, Prost. Ja, sehr zum Wohl.